Herr Dr. Gorb, auch kurze Frage. Mein Name ist Konstantin Buhociu. Ich saß gestern ja auch vorne im Podium, Kirchengemeinderatsvorsitzender der rumänisch-orthodoxen Gemeinde St. Georg in Tübingen, ACK-Vorsitzender in Tübingen. Ich konnte jetzt der Diskussion nicht ganz folgen, weil für mich war dieses Spannungsfeld oder überhaupt dieser Gegensatz, der ja gerade postuliert wurde, zwischen Katechese einerseits und schulischer Religionsunterricht einerseits. Was sind denn da jetzt tatsächlich trennende Kriterien? Ich habe jetzt rausgehört aus Ihrem Statement, Priester Limberger, dass Leidenschaft und Liebe entnehme ich jetzt, also einfach nur, also weil, wie gesagt, ich konnte jetzt gerade diesem Gegensatz nicht so ganz folgen. Das heißt also, wenn das jetzt so stimmte, dann ist jetzt der normale Religionsunterricht, wobei sich mir da nicht so ganz erschließt, warum wir da eine Trennung zwischen katholisch und evangelisch in unseren Schulen haben, eben ohne Liebe und Leidenschaft. Oder, also da bitte ich einfach nochmal um Begriffsklärung, woher jetzt konkret dieser Unterschied zwischen Katechese einerseits und Religionsunterricht andererseits. Dankeschön. Ich versuche es nochmal, aber dann dürfen wir die Frau Seel nicht vergessen, die möchte vielleicht auch noch was sagen. Und wir sind ein bisschen in Verzug, im Zeitdruck. Gut, das ist nicht unsere Schuld, das war die schöne Liturgie, die ein bisschen länger gedauert hat. Also, ganz kurz nochmal, es geht uns vor allen Dingen bei dieser Unterscheidung um die Schüler, die wir haben. In der Katechese setze ich voraus, dass die Kinder zur Kirche gehen und zur Kirche gehören möchten. Die bereite ich dann, also als Katholik sage ich das jetzt, auf die Erstkommunion vor oder später auf die Firmung, als Protestant auf die Konfirmation. Aber da geht das Einverständnis, wir sind alle Christen und wir machen da jetzt was Gemeinsames. Im Religionsunterricht haben wir mehr und mehr die Erscheinung, dass Kinder da drin sind, Jugendliche, die eher distant der Kirche gegenüberstehen. Ich war selbst Religionslehrer, ich hatte immer wieder atheistische Kinder und die haben den Unterricht sehr belebt, möchte ich sagen. Und das bedeutet, dass man die Konzeption des Unterrichts ändern muss. Man stellt dann die Religion so dar, wie man es in der Katechese auch täte, aber als ein Angebot, zu dem ich Ja sagen kann oder auch nicht. Ich werde dann natürlich einen Schwerpunkt legen auf Dinge, die die Frage enthalten, soll ich glauben oder soll ich nicht glauben? Also solche Fragen, gibt es Gott oder gibt es Gott nicht, sind dann wichtiger als, wie ist der Aufbau der katholischen Heiligen Messe. Ja? Da werden sich dann Schwerpunktunterschiede ergeben. Es ist kein Gegensatz, aber ein Spannungsfeld. Soweit, ich hoffe, dass ich es ein bisschen klären konnte. Ja, also ich denke, ich kann noch hinzufügen, wo da die Unterschiede liegen. Also ein Unterschied ist zum Beispiel, dass die Schule danach verlangt, dass die Leistungen der Schüler benotet werden. Nicht? Also die werden beurteilt. Und deswegen, wenn Sie in einer Prüfung die Frage stellen, gibt es Gott? Und die Antwort dann auch benoten, dann liegt das sozusagen außerhalb des schulischen Unterrichts oder sollte zumindest außerhalb des schulischen Unterrichts liegen, weil wir eben nicht davon ausgehen können, dass diese Frage, also ich übertreibe natürlich, also niemand würde auch im katechetischen Unterricht solche Fragen in einer Beurteilungsweise, also in einer Weise stellen, die eine Beurteilung der Antwort mit beinhaltet. Also natürlich würde man auch in der Katechese die Freiheit des Kindes auf Zweifel, auf wie auch immer berücksichtigen und respektieren. Aber deswegen treibe ich das ein bisschen auf die Spitze. Aber da liegt ja der Unterschied. Ja. Also wir, indem wir berücksichtigen, dass... Ich habe noch Fragen. Noch Fragen, ja bitte. Ja, vielen Dank für die Ergänzung und jetzt andere Fragen. Herr Tanasch.